So, und damit wieder ein recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge haben wir ja das Aquarium gefunden und leider Gottes auch zwei Gegner, die wir eigentlich nicht umbringen wollten. Aber gut. Wir haben dafür nicht Joel, sondern den Bruder gefunden. Und wir schauen jetzt mal, wie es weitergeht. Ja, die letzte Folge war sehr traurig. Muss ich wirklich zugeben, hat mich ein bisschen ergriffen, weil Ellie ja die zwei eigentlich gar nicht umbringen wollte, sondern ich wollte nur den Standort von Abby wissen. Und ja, hat dann leider Gottes doch beide umbringen müssen. Und die Frau davon war leider schwanger. Das ist krass, also das Game spielt ja damit, mit solchen krassen Situationen und auch mit dem... Mit dem Aspekt der Rache. Und ich muss wirklich sagen, es ist schon hart, wenn man sich da so in die Situation reinversetzen sollte. Aber schauen wir jetzt erstmal weiter. Das ist alles voller Schnee. Nein, wenn wir da ankommen, wird alles getaut sein. Wo willst du hin? Braucht nur Luft. Warum seid ihr noch wach? Konnten nicht schlafen. Hier, sieh dir das an. Wir wollen über Ellensburg nach Hause zurück. Wenn wir bis morgen in Fall City sind, wäre das gut. Hey. Die haben gekriegt, was sie verdienen. Aber sie darf weiterleben. Ja. Ist das okay? Muss es sein. Ich freue mich echt nicht drauf, wieder durch Idaho zu kommen. Du solltest dir lieber Sorgen machen, was Maria mit dir anstellt, wenn du zurückkommst. Wir haben schon Schlimmeres durch. Aber als ich in die Stadt durch so eine Nobelecke kam, habe ich eine Halskette gefunden. Die funkelt ziemlich. Glaub, die ist aus echtem Gold. Du glaubst, die ist aus echtem Gold? Es ist echtes Gold. Zeig mal. Ich weiß, wie Gold aussieht. Wenn die echt ist, können wir sagen, sie ist von uns allen? Such dir was Eigenes zum Bestechen. Wie geht's dir? Gut. Ellie. Gut. Danke, dass du für mich da warst. Ich lass meine Freunde nicht im Stich. Du bist so schmalzig. Okay, wie wär's mit... Freunde kommen eben ohne mich nicht klar. Schon besser. Scheiße. Jesse, steh auf! Hände hoch oder ich erschieße ihn! Mach es bloß nicht, Ellie! Hau einfach ab! Steh auf! Sofort! Tu nicht, was sie sagt! Halt die Fresse! Fuck. Okay. Stopp! Stopp! Waffe runter! Waffe runter! Fuck. Nein, nein! Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her! Lass ihn gehen. Du hast meine Freunde getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und es war umsonst. Dad! Dad! Dad!
Okay. Da würde ich schon mal sagen, Abby hat uns gefunden. Durch die Karte, die wir liegen haben lassen. Und jetzt haben wir eine kleine Rückblende von der Abby 4 Jahre zuvor. Krasse Situation. Also, muss man mal sagen, ist eine Pattsituation, so ein bisschen. Also, Rache ist nie gut. Das möchte ja das Spiel so ein bisschen auch vermitteln, ne? Dass solche Sachen halt immer zweierlei Dinge sind. Aber gut, schauen wir doch mal, was uns jetzt die Rückblende. Dad, komm schon! Was sie uns jetzt so bringt. Mach das doch nicht andauernd. Okay, der Daddy hat sich hier anscheinend versteckert. Wäre so jetzt meine Dad. Idee. Oh geil, guck mal, ein Eichhörnchen. Oh, schön. Ein schönes Eichhörnchen. Okay, wir sind jetzt hier in einem Dorf. Oder was? Also Dorf, Kleinstadt, irgendwas. Okay, hier könnten wir rein. Ist das richtig? Nein, können wir nicht. So. Dad! Aber die Spuren zeigen ganz klar, der eben ist da durchgerannt. Ja, da gucken wir uns gleich mal an. Wir gucken uns nochmal den Pavillon hier vorne an. Weil wir hier was Schönes finden. Ein schöner Pavillon. Aber wir finden. Oh doch, guck mal, hier finden wir sogar noch eine Sammelkette. Oder what? Ah nee, doch nicht. Was ist das? Lichterfest im Zoo. Okay, und weiter? Warme Lichter begrüßen Sie zu einer wunderbaren nächtlichen Reise durch den beleuchteten Wald, einen Sternentunnel und zahlreiche verblüffende Lichtinstallationen. Besuchen Sie unsere tierischen Freunde in festlicher Stimmung. Oh ja, die Rentiere sind wieder da. Jetzt Tickets sichern, 14. Dezember 2013 bis 1. Januar 2014. Eins kaufen und das zweite zum halben Preis sichern. Okay, cool. Zwar ein bisschen spät, aber cool. So, gibt es denn hier noch irgendwie was verfeinert? Ne, hier können wir nicht hin. Hier sieht es aus, als ob es so ein bisschen Loot-Stuff gäbe. Und hier kommen wir rein. Richtig. Oh, Ratten. Ach, sie hat gar keine Dings, sie hat gar keine Taschenlampe. Schade. Okay, also wir können hier irgendwie Sachen mitnehmen. Die Türen können wir nicht öffnen. Nice. So, und irgendwo müssen wir doch denn. Kann ich hier hochklettern? Achso, ich muss die Scheibe wahrscheinlich irgendwie. Komm mal her, kann ich da so einfach gegen? Hat geklappt. Nice. Damit sind wir einmal durch und jetzt können wir hier nämlich gucken. Aha. Was ist das denn? Sieh mal einer an. Virginia. 1978. Cool. So, lass mich mal raten. Wir müssen jetzt. Vielleicht komme ich aufs Dach. Ah. Danke für den Hinweis. Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwie ans Dach. Nice. Okay. Cool. So, dann muss ich bestimmt hier rüberspringen. Jump! Okay. Ah, guck mal hier. Oder so. Abs! Du hast da ein bisschen Matsch, Süße. Du auch? Wo? Na, hier. Oh. Weißt du, immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach komm. Sie hätten dich tatsächlich lieber in Sicherheit. Der Wald ist sicher. Dad. Abs, sie hält sich jetzt direkt hinter diesen Bäumen hier auf. Und? Sie wirft jetzt bald. Wir sehen nur kurz nach ihr und gehen dann zurück. Versprochen. Beeilen wir uns einfach. Siehst du? Ich habe ja meine Tochter, die mich beschützt. Wer ist denn das? Also, wer wirft? Oder wusstest du, wo ich bin? Ja, das war jetzt wohl nicht schwer. Oh. Das ist sein Job. Wie hast du es aus ihm rausgekriegt? Also, es gibt hier anscheinend irgendein Tier. Ich würde jetzt sagen, Hund, Pferd, irgendwas. Wow.
1978. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst sie behalten, wenn du mir versprichst, sowas nicht nochmal zu machen. Okay, einverstanden. Warum glaube ich dir nicht? Keine Ahnung, was du meinst. Komm schon, suchen wir weiter. Dad! Schon gut. Du bist wieder bei Owen, ehe du dich versiehst. Moment, was? Gar nichts. Aha. Nur, ihr beide verbringt ziemlich viel Zeit zusammen. Oh. Viel mehr als früher. Oh Gott. Da kommt mir doch gerade was in den Sinn. Wir haben doch Owen gerade mit Ellie gesehen und wir haben ihn getötet. Ist das eventuell der Freund von Abby gewesen? Ich sage, Rache ist niemals gut. Wie lange weißt du's? Ich bin dein Dad. Ich sehe sowas. Zum Beispiel, wie ihr wirklich ganz doll versucht, euch nicht anzusehen, wenn ich dabei bin. Ich kann das nicht. Und er bringt dich zum Lachen. Ja, weil er so ein Blödmann ist. Mir gefällt einfach, dass er jetzt so nett zu mir ist. Abs, da. Was denn? Frische Spuren. Warte. Das hier ist nur ein Trick von dir, um mit mir Spurenlesen zu üben, oder? Aber nicht doch. Okay, ist auf jeden Fall kein Hund. Ja, ich meine, ich hab dich gefunden. Ich würde sagen, es ist ein Pferd. Aber mit Schummel. Mit Schummel. Man tut, was man tun muss, damit alles läuft. Wow. Du hörst mir ja doch zu. Manchmal hast du helle Momente. Okay. Mal sehen, ob wir was anderes finden. Wie? Was willst du denn finden? Also wir sind jetzt hier und auf der Suche nach, ich würde immer noch behaupten, einem Pferd, was trächtig ist, was anscheinend bald wirft. Siehst du noch was? Noch nicht. Such weiter. Aber, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wo uns die Story hier jetzt noch hinführt. Mit der Abby und ihrem Pops. Ich gehe mal davon aus, wir müssen hier irgendwie rüber. Rüber im Sinne von, wir müssen hier irgendwie einen Weg finden, wie wir hier so hochkommen. Der Papi ist uns da leider keine große Hilfe aktuell. Aber vielleicht ist es ja auch einfach nur ein Trick, den er uns damit irgendwie zeigen will, wie wir uns selber helfen. Okay, vielleicht ist doch schon alles vorbei. Dad, hier ist irgendwas. Oh mein Gott. Sie hat schon entbunden. Und hier, zwei Spuren. Dad? Das ist sie. Na los. Das klingt gar nicht gut. Nein, sie hat Schmerzen. Okay. Du Scheiße. Dad? Ja, lass mich da durch. Dad, warte. Was, wenn hier Infizierte sind? Das Gebiet ist sauber. Ja, das sagst du jetzt? Du bist bewaffnet, oder? Klar. Oh, Mist. Erbs. Wie sind die denn bitte da hingekommen? Ist doch alles zu, alles dicht. Was? Wir müssen sie losschneiden. Ist okay, ganz ruhig. Keine Angst. Wir tun dir nichts. Ist okay. Verdammt, es steckt richtig tief. Herz, komm her. Hier. Ich halte sie fest. Okay. Ganz ruhig. Doc! Doc, sind Sie hier? Wir sind hier, Owen. Was? Hey, komm her und hilf mir beim Festhalten. Wir brauchen sie oben bei. Owen, festhalten! Na los! Hey, Vorsicht! Okay, hast du sie? Ja. Okay, dann los, Abs. Langsam! Langsam! Okay. Heilige Scheiße! Alle suchen nach ihnen. Wir müssen... Hey, halt! Dad! Was ist los? Komm mit!
Das haben wir gut gemacht. Doc, das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Marlin dauernd redet. Sie war in den Tunneln. Sie hat eine alte Bisswunde am Arm. Kein Zeichen einer Infektion. Das kann nicht sein. Sie machen schon Tests, aber sie brauchen ihre Hilfe. Dad. Gehen wir. Es ist mit dem Hirn verflochten. Wir haben keine Wahl. Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt? Sie ist ein Kind und keine Petrischale. Glaubst du, ich weiß nicht? Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten. Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis oder wirst du es sowieso machen? Ich bitte dich, sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu, alles, wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen... All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter, was würdest du tun? Abby. Dein Abendessen. Danke, Süße. Hey, Marlin. Tu es. Danke. Ich werde es Joel sagen. Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat dein Recht darauf. Viel Glück bei der OP. Du tust das Richtige. Wenn ich das wäre, würde ich wollen, dass du es tust. Okay, damit haben wir die Zusammenhänge gefunden. Abbys Papi war der Doktor, der Ellie operieren wollte. Vor 4 Jahren. Und Joel hat anscheinend Abbys Papa getötet. Und so schließt sich der Kreis, dass Abby natürlich Rache wollte an denjenigen, der ihren Vater getötet hat. Deswegen, Rache ist niemals gut. Und wir werden sehen, wie das Ganze jetzt natürlich dann seinen Lauf nimmt. Ist er immer noch hier drin? Ist das? Abby. Nein. Abby, nicht hin. Nein! Nein! Verdammt noch mal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Ah! Nein!
schmorende Hölle, Pendejo. Ich bringe euch um! Wow, wow, was soll das? Manny. Aufräumen. Nein, nein, nein. Wir wollten ihn. Das war's. Lebendig sind sie ein Risiko. Das war doch klar. Er hat recht. Wir müssen das beenden. Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er. Sie haben uns nichts getan. Ach ja, und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht. Du hättest Wache stehen sollen, wie ich dir gesagt habe. Weg da! Hör auf! Lass das. Sonst was! Hör sofort auf! Beruhigt euch! Jordan! Erschießt du mich? Stopp! Das reicht!